Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Angesichts der anhaltenden Gewalt rät das Auswärtige Amt Deutschen, den Osten und Süden der Ukraine zu verlassen. Am Montag werden laut ukrainischem Innenministerium im Osten des Landes mehrere Soldaten sowie Dutzende prorussische Separatisten getötet. Außerdem werden demnach Dutzende Separatisten verletzt. Der Vormarsch der ukrainischen Armee auf das Zentrum der ostukrainischen Stadt Slawjansk ist Teil eines breit angelegten Militäreinsatzes. So will die Regierung die Kontrolle über den Osten und Süden des Landes zurückerlangen. Mehr als ein Dutzend Städte sind dort in der Gewalt prorussischer Kräfte. Im Laufe des Tages berät der Europarat bei einem Ministertreffen in Wien über die Eindämmung der Krise. Angereist sind auch der russische Außenminister und sein Amtskollege aus Kiew.